Um 12 Uhr hielt Italien inne. Mit einer Schweigeminute gedachte das Land der bereits mehr als 11.500 Covid-19-Toten. An öffentlichen Gebäuden wurde auf Halbmast geflaggt. Prego, signora, prego. Ministerpräsident Giuseppe Conte tauschte sich telefonisch mit US-Präsident Donald Trump aus. Lassen Sie uns weiterhin zusammenarbeiten, um die große Herausforderung zu meistern, ließ Conte anschließend verlauten. Trump gab bekannt, sein Land werde Italien mit medizinischer Ausrüstung im Wert von 100 Millionen US-Dollar unterstützen. Der Leiter des italienischen Gesundheitsamtes sagte, der Pandemieverlauf habe in seinem Land ein Plateau erreicht, von dem es jetzt abzusteigen gelte.